Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von einem neuen Projekt und zwar Alchemella. Habt ihr euch schon mal gedacht, was passiert, wenn man Half-Life 2, also die Source Engine, verbindet mit Silent Hill? Silent Hill ist ein wunderschön tolles Spiel und mit der Source Engine ist es umso besser. Und deswegen spielen wir jetzt Alchemella. Dieser Mod ist am 19.01. rausgekommen, ergo gestern. Dieses Video sieht ihr am 21. für euch, also vorgestern. Und ich habe mit euch jetzt ein wenig Vergnügen in der Silent Hill Welt und natürlich auch mit schönen HD-Texturen, die uns ja die Source Engine bietet. Und ihr habt lange auf ein Horror-Game gewartet, ich auch. Und hier haben wir mal wieder ein schönes Silent Hill Alchemella, made by White Noise. Übrigens, russischer Entwickler. Super, hier kommt mir. Wir wollen keine Vorurteile. What happened? What am I doing here? Okay. The question is, what are you doing here? Und die andere Question ist, kann man hier vielleicht sogar Untertitel einstellen? Und warum ist der Sound wieder auf volle Pulle? Also so laut soll es ja dann doch nicht sein, ne? Gibt's sowas wie Untertitel? Das gucke ich jetzt extra einmal kurz vorher nach. Ich glaube nicht. Ihr müsst also gut zuhören, damit ihr das alles versteht. Da ist auf jeden Fall ein Schlüssel. This is the key to my room. Okidoki. This is the last day I will spend in my old room. Das ist der letzte Tag, den ich in meinem alten Raum verbringen werde. Zu viele schlechte Erinnerungen sind hier drin gefangen. Morgen werde ich in Ashfield sein. Ich möchte dieses Haus nicht verkaufen. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Fremde hier drin leben. Ich habe immer dieses Gefühl, es ist, als ob ich irgendwas Wichtiges hier zurücklasse. Als ob ich etwas hier vergesse. Aber was kannst du hier vergessen? Gut, das haben wir gerade eben gelesen. Was haben wir hier Schönes? Ein wunderschönen Kleiderschrank. Wirklich. Atemberaubend geradezu. Ja, also das hätte ich mir auch auf jeden Fall an die Wand hören. New York Jets. Yeah. Now it is open. Now we're going through it. My English is very under all pick. Okay. Also ich möchte jetzt ja nicht zu nahe treten, Hauptprotagonist, aber ich würde in so einer Hütte ja nicht unbedingt leben wollen. Books, souvenirs, family photos and other stuff. Just an old Polaroid. Before his death, my father used to get blind drunk. Oh, sein Vater hat sich zugetrunken. Keine schöne Vergangenheit. Was haben wir hier? The phone's not working. Das Telefon funktioniert nicht. Ich übersetze euch natürlich das Englisch so schnell und gut ich natürlich kann. Verzeiht mir, wenn ich manchmal einen Fehler drin habe. Aber ich versuche das schnell für euch zu übersetzen, dass wir schnell mit der Story vorankommen. Macht dann wahrscheinlich Flüchtigkeitsfehler und zusätzlich mache ich das natürlich auch nur aus dem Grund, damit ihr, falls ihr jetzt nicht so einen ganz so guten Englisch-Wortschatz habt, trotzdem mit der Geschichte vorankommt. So. Das ist also unser Häuschen. Das ist ja ein schöner Fußabtreter. Schön in rund. Wundervoll. Wundervoll. Books, souvenirs, family photos and other stuff. Okay. Oh, eine Pizza. Der hat wenig Geschmack, der Kerl. The fridge is closed for the time being. Better not open it. Ja, dann will ich die auch noch, ehrlich gesagt, nicht öffnen. Da ist kein Wasser. Gut, mit Wasser brauchen wir anscheinend dann auch nicht zu kommen. Die Door hängt fest, die Tür. Oh, guck mal, ist Harry Potter gerade da? Auch nicht, schade. Da ist das Schloss kaputt. Oh, schade, Harry Potter. Hallo! Harry! Harry, it's Hagrid! We're going to Hogwarts! Anscheinend hat er keine Lust. Locked! Verdammte Axt, wie kommen wir denn dann jetzt hier weg? Durch diese Tür? Ein Träumchen. So. Ich fühle mich jetzt natürlich ein bisschen nackt, so ohne Waffe. Weil ich doch Angst habe, dass hinter jeder Tür irgendetwas hängt. What the hell's going on here? What's going on here? What the actual fuck? Hi.
help. I don't feel safe. Ich hab mich davon gerade erschrocken. Ist doch klar, dass eine Tür ein Geräusch macht. Ha. Wow, weiß. Weiß mag ich, das ist mal hell, das ist schön, da habe ich keine Angst, das ist toll. Ja, grau ist. Very foggy. Können wir hier rein? This door doesn't have a handle. Hm. Ja, dann werden wir da ja wohl schlecht reinkommen. Was haben wir hier? Zwei Bänke. Auch schön. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Durch das Teil sind wir anscheinend reingekommen. Ich denke nicht, dass wir da wieder rauskommen. Hm. Verschlossen. Wie sind wir hier reingekommen? Das ist die Frage, die sich hier jeder stellt, Dieter. My head. Was I dreaming? Du hast kein Geld. Attention all employers, an alle Arbeitenden hier. Der dritte Stock ist jetzt in einem kritischen Zustand. Es muss repariert werden. Es ist verboten, die Treppen dorthin zu benutzen. Wenn da irgendeine wichtige Ursache ist, um dort hochzugehen, dann ist der Schlüssel bei dem Construction Team, die at the work repairing, die gerade oben arbeiten, oder bei den Doktoren. Ich empfehle trotzdem nicht, die Treppen zu benutzen, wenn es zu vermeiden ist. Also er empfiehlt es auf gar keinen Fall, weil das halt gerade echt nicht sicher ist. Man da nur zum schlimmsten Notfall hin sollte. Was ist da? Du wirst einen Baukasten, einen Werkzeugkasten in dem Administration-Raum finden. Bitte fang sofort an, die Wasserpumpe zu reparieren. Wenn der Keller sich mit Wasser vollfühlt, dann wird der Generator. Oh, dann wird der Generator ausgehen und ein Patient ist da gerade dran geklemmt. Also bitte beeile dich und guck da mal auch die Pumpe, die Rohre-Dings an unter dem Ding in der Küche. Unter dem Abfluss. So. Okay. Telefon. Telefon funktioniert natürlich nicht. Ui. Now I have a flashlight. So. Und jetzt hätte ich irgendwas ins Bild springen müssen. Ich hätte geweint. Exam Room. What is this? Hallo. I feel strange when I look at this circle. Und ich fühle mich komisch, wenn ich die Nacktbilder angucke. Was? Oh, guck mal. Kann ich das alles nicht benutzen? Guck mal, wie viele Medikamente da sind. Steht da Analgin? Analgin. Analgin. Ist kindisch, ich weiß. Ich muss trotzdem diesen Witz machen. Ich kann das doch so gut. Okay. Projizieren? Wahrscheinlich hinter... Ja, genau. Hinter den Tresen da. Das öffnet sich nicht? Oh, hat aber ein interessantes Geräusch. Was haben wir da? Irgendetwas Russisches. Meine Damen und Herren, ich kann kein Russisch. So viel kann ich Ihnen schon mal sagen. Da ist eine Schere. Ich hoffe, ich werde nichts mit der Schere tun müssen. 6661. Warum steht da eine Triple 6 drauf? Das macht mir Sauangst. Die Tür steckt fest quasi. Ich habe auch keine Ahnung, was mich hier erwartet in diesem Spiel. Also das ist gerade atmosphärisch aufgebaut bis zum geht nicht mehr. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo irgendwas hinter der Wand stecken könnte, was mich ultra erschreckt. Keine Ahnung. Deswegen, ihr werdet euch wahrscheinlich genauso erschrecken, wie ich mich erschrecken werde, denn ihr habt genauso viel Plan wie ich. A cabinet packet with drugs unknown to me. Ja, gut. Stimmt, da macht es natürlich Sinn, wenn wir die Medikamente nicht mitnehmen, wenn wir gar keine Ahnung haben, was das für Medikamente sind. Dann sollten wir die auch nicht benutzen. Oh Gott, diese Atmosphäre hier. Really? Ausgang? Natürlich klebt die Tür. Stuck heißt übrigens, dass die Tür festhängt. Da brauchen wir einen Schlüssel. Boah, ich habe auch immer Angst, wenn wir so langsam in Türen gehen. Das ist so... I don't want this. Da ist ein langes Messer.
Sieht so aus, als ob der Kühlschrank nicht funktioniert. Puh, okay. Director's Office. Okay, das ist anscheinend der Leiter hier von dem Ganzen. Tests of Preparation. White Claudia. The new psychoactive preparation causes extensive hallucination and paranoia in a person. Die neue Methode, die Psychomethode, die wir anwenden, verursacht starke Halluzinationen und Paranoia bei den Patienten. Und der Patient sieht jeden als Feind. Und selbst die Namen, die auf den Schildern stehen von den Doktoren und Krankenschwestern, liest sie als Monster. Und das hat sie, weil sie in einer ganz verzerrten Welt lebt, in ihrer physischen Welt, die sie selber so gemacht hat und deswegen aggressiv gegenüber anderen Menschen reagiert. Aber das Ding ist, dass diese Präparation, die wir ihnen gegeben haben, den Blutdruck quasi verdoppelt und die Herzrate. Oh Gott. Ja gut, dann sollte man dieses Präparat wohl nicht weiter verwenden. Das könnte nach hinten losgehen. Das Ding ist, anscheinend sind wir hier mal wieder, wie wir es schon lange oft in vielen Spielen breitgetreten haben, in einer psychischen Anstalt, welch Wunder. Warum wir auch immer hier landen, man weiß es nicht. Aber irgendwie haben wir eine Affinität dafür, dort zu landen. Und ja, mal wieder sind hier irgendwelche wild gewordenen Patienten, die auf uns losgehen wollen anscheinend. Da geht's runter in den Keller. Ich will ehrlich gesagt nur nicht in den Keller. Ich möchte mich erst noch hier oben umsehen. Und heilige Mutter Gottes, habe ich Angst. Okay, der Fahrstuhl ist... hat keine Power. Diese Tür hat keinen Griff. Also müssen wir wohl doch nach unten. Okay. Warte, wir sollten auch sowieso nach unten wegen der Pumpe, ne? Deswegen macht's ja sogar Sinn, dass wir hier sind, meine Freunde. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht kaputt aus. Das hätten meine fachmännischen Augen wohl auch noch hingekriegt. Aua! Ja, das war dumm, dass wir es angefasst haben. That was really stupid. That's right. Und jetzt sind wir hier aufgewacht. Okay. Well. Wir haben uns eher nichts mitgenommen. Von daher ist es jetzt... wir können sogar rennen. Es gibt halt wirklich Spiele, wo die Hauptcharaktere gar keine Kondition haben. Aber da gibt es natürlich auch noch Alche Miller, wo der Hauptprotagonist beim Rennen sofort stöhnt. Wahrscheinlich wurden wir deswegen in so einem Krankenhaus aufgewacht. Weil einfach irgendeiner uns beim Joggen gesehen hat und sich dachte, boah, der Typ kriegt ja keine Luft, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Der bringt sich ja gerade quasi um. Das war bestimmt der Hintergedanke, meine Damen und Herren. Deswegen sind wir hier. Okay, was haben wir dort? Da muss anscheinend irgendwie eine Sicherung rein oder sowas. Wir sollten auf jeden Fall nicht den Strom momentan anmachen, denn wenn Wasser am Boden ist, meine Damen und Herren, kann es passieren, dass man dann einen kleinen Stromschock kriegt. Oh, da muss man was eingeben. Das ist ja ganz abgespaced. Hier ist nix. Ja, hier können wir nur rein. Das sollten wir auf jeden Fall nicht anfassen. Ich will mir das ja auch eigentlich nur angucken, nicht? Well. Wir müssen ja erstmal irgendwie das Wasser ablassen. Aber hier ist irgendwie alles zu. Obwohl, ist das vielleicht der Code dann? Das Ding ist, der funktioniert ja gerade gar nicht, weil hier gar keine Elektrizität ist. Yannick ist schlau. Yannick hat gedacht mit, ja. Man hat noch abgefucktere Sounds. Ich hab ja noch nicht genug Angst. Ne. Something is missing here. Ja, dass da was fehlt, das sehe ich wohl. Aber wo ist der Gegenstand, der dort fehlt? Vielleicht muss man auch was von oben mitnehmen. Dass ich dort irgendwo etwas vergessen habe. Alles möglich.
alles mögliche Optionen, die wir uns offen halten müssen. So. Oder können wir hier sogar so ein Rohr mitnehmen? Nee. Okay. Das ist übrigens die Tür, wo die keinen Griff hat von der anderen Seite. Die hat also wirklich gar keinen Griff. Ach, guck mal, hier ist doch sogar die Küche. Da sollten wir uns doch auch was angucken. Da nämlich. Hat er nicht gesagt, unter dem... Sind das jetzt so ganz abgespacede Controls, dass ich nicht weiß, wie man sich duckt? Muss der erst noch lernen, wie man sich duckt? Ah, da ist doch was. Ich hab das Schutzschild gefunden, Kinder. Ist ja okay. Tada! I picked up a wrench. Das heißt, wir können jetzt Sachen abmontieren. Denke ich. Müssen wir hier nicht runter? Anscheinend nicht. Die Frage ist, kann man jetzt irgendwie irgendwo anders Sachen abmontieren? Weil ich glaube, wir müssten dann... Hier mussten wir jetzt, glaube ich, nur kurz rein, um eben dieses Werkzeug zu bekommen. Schätze ich. Ich weiß aber auch nicht ganz genau. Ich hoffe, dass wir gerade den Sound auf irgendeiner Platte gemacht haben. Ja, den Sound haben wir da gerade nochmal gemacht. Gottes Willen. Also ich will ja nicht sagen, aber der Angstfaktor ist halt schon ziemlich hoch, einfach aus dem Grund, weil hier nichts passiert. Wenn nichts passiert in einem Horrorspiel, meine Damen und Herren, ist das das Schlimmste, was in einem Horrorspiel passieren kann. Dass eben nichts passiert. So viel dazu. Können wir da vielleicht irgendwie Sonnteil abmontieren? Nicht? Wir speichern ihn nochmal einmal kurz. Ich fühle mich komisch, ja, ich fühle mich auch komisch, wenn ich das anfasse. Ich fühle mich auch komisch, wenn ich mich anfasse. Und damit würde ich sagen, wäre das erstmal die erste Pilotfolge von Alchemilia. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Es wird jetzt jeden Tag Alchemilia geben, außer morgen. Morgen kommt das Infamous-Finale. Und ich bin Little Confused Brain. Falls ihr mal auf dem neuesten Stand sein wollt, dass eine neue Folge hiervon kommt, könnt ihr gerne ein Abo hinterlassen. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kappa.